Jo Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Ja, heute mal wieder ein Pickup-Video. Wir holen gleich zwei Dunks ab. Es geht. Auf jeden Fall haben wir zwei sehr nice Dunks aus dem SB Fruit Pack gewonnen. Mal wieder bei Lobby. Gruß geht raus. Ja, Freunde, und die holen wir jetzt ab und ich würde sagen, let's go. So, Freunde, ein paar abgeholt. Jetzt gucken wir mal rein, welcher das ist. Es ist nämlich der Spannung, ja, der Cherry Dunk. Ja Mann, so sieht das Ganze aus. Sehr, sehr wildes Ding. So, der zweite. Und wir haben hier auf jeden Fall ein sehr gutes Paar auch erwischt. So, das wäre der ganze Schuh, ganz wichtig, aus dem Fruit Pack. Wie gesagt, da kamen jetzt vier Colorways raus. Ein Apple, ein Ananas, ein Raspberry und jetzt eben die Kirsche, ja. Cherry ist halt auch so ein komplett kirschfarben gehalten. So eine sehr reife Kirsche, noch eine sehr unreife Kirsche. Dann haben wir auf jeden Fall noch rote Laces dabei, neben den weinroten. Und wie ich finde, eine, ja, sehr, sehr gute Qualität. Also sowohl vom Suede hier, als auch vom Leder. Also das ist echt butterweich, krass. Ich habe tatsächlich schon den Apple zu Hause, den musste ich mir leider auf eBay Kleinanzeigen holen, weil hier First Come First Surfer und ich es absolut nicht geschafft habe. Da blende ich euch nochmal Aufnahmen ein. Ich finde den Apple persönlich sogar besser. Noch besser finde ich aber noch den Raspberry, also diesen blauen. Der Pineapple ist auch cool, ist halt ein Dunk High. Ich finde SB Lows, glaube ich, besser. Aber so vom gesamten Pack ist so Raspberry und der Apple auf jeden Fall mein Favorite. Der Cherry ist auch cool. Tragbarmäßig weiß ich jetzt nicht unbedingt. Da finde ich zum Beispiel den Raspberry schon wesentlich tragbarer. Aber ist trotzdem ein nices Ding, nice to have und wird auf jeden Fall anstreben, das Pack zusammen zu haben. Ganz wichtig, was ich noch vergessen habe, ein Detail, was bei allen Schuhen ist, was ich sehr, sehr cool finde, ist auf der Innenseite von der Zunge eben diese Kirsche, beziehungsweise eben die Frucht, die halt der Schuh darstellen soll. SB-typisch, ein paar Secrets mal eingebaut, ist aber hier auf jeden Fall sehr, sehr cool. So, Freunde, ich habe überlegt, genauso wie wir das beim Jordan 1 Heritage auch gemacht haben, dass wir einfach ein paar Leute hier auf der Straße, jetzt direkt hier an der Schanze fragen, wie sie den Schuh so finden. Ich bin gespannt. Ja, kurz deine Meinung zum Schuh. Ja, wir haben hier den Nike Dunk Low Cherry. Geh mal auf. Auf jeden Fall ein entspannter Schuh. Kann man bestimmt gut tragen. Kann man gut kombinieren auf jeden Fall. Welchen findest du so vom Fruit Pack am besten? Also ich feiere persönlich den blauen am meisten. Aber der ist auf jeden Fall auch ganz nice. Kann man machen. Würdest du den denn auch selber tragen? Boah, ist eine gute Frage. Vielleicht zum Winter hin ein bisschen. Aber jetzt im Sommer feiere ich das Colorway auf jeden Fall nicht so. Echt? Zum Sommer gar nicht? Nee, absolut nicht. Okay, krass. Aber ist trotzdem echt nice so zum Angucken, sag ich mal. Safe. Ja. Alles klar. Dann danke für deine Meinung. Gerne. So, wir haben den nächsten am Start. Kannst gerne mal reinschauen. Das ist der aus dem Fruit Pack, der Cherry. Ich sehe. Ich finde die Farbe sehr, 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 sehr schön. Ja. Das Problem ist, man muss halt die perfekte, man muss ein Outfit haben, ne? Safe, weil man safe, kann safe den Schuh nicht irgendwie mit einer Jogginghose einfach sowas tragen. Man muss halt gucken, wie man den kombinieren möchte. Safe. Würdest du ihn denn selber tragen? Ja, safe. Ich habe Klamotten, die passen safe dazu. Nice, okay. Alles klar, dann danke für deine Meinung. So, Jungs, könnt ihr einmal reinschauen? Wir können ihn auch gerne rausnehmen. Jo. Fangen wir mal bei dir an. Was sagst du zum Schuh? Ja, an sich ganz gut, aber ich weiß nicht, je nachdem, wie der, wo der Preis sich liegen würde. Wie findest weiß du das Detail, was hier drin ist? Ja, ist ganz cool. Das ist cool, ne? Ja, ja, optisch auch gut. Kann man auch, glaube ich, sehr gut kombinieren. Sieht man auch nicht so oft. Also würdest du ihn selber tragen? Ja, auf jeden Fall. Ja, und du? Ja, ich auch. Okay, ja, nice. Dann danke für eure Meinung. Ja, alles klar, direkt. So, Freunde, ich bin jetzt wieder zu Hause. War auf jeden Fall ein sehr nicer Tag. Wenn euch solche Videos gefallen, lasst auf jeden Fall gerne ein Like da. Abonniert den Channel, aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Und ansonsten, Freunde, bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss.